Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Vorab, was uns hier eben der frisch gebackene grüne Fraktionsvorsitzende Lorenzen geboten hat, das war ja in Teilen unterirdisch. Das lässt 5 spannende Jahre erwarten. Mit einer Aussage wie der Wirtschaftsstandort Hamburg wird grün sein oder er wird nicht sein. Was für eine Hybris, was für eine Verblendung spricht aus diesen Worten. Der erste Bürgermeister hat uns eine Reihe von Maßnahmen und Vorhaben vorgestellt, in sachlichen Worten, und manches lässt sich auch gut hören. Da wird auch über den Hafen, die Digitalisierung und die Hamburger Wirtschaft gesprochen. Für derartiges wurde er mit durchaus einem beachtlichen Wahlergebnis gewählt. Schauen wir aber mal hinter diese Schokoladenseite. Denn wovon der Bürgermeister zu wenig sprach, ist der Koalitionsvertrag, der diesem Regierungsprogramm zugrunde liegt. Der Geist der Grünen vom Schlage des eben gehörten Herrn Lorenzen. Dieser Koalitionsvertrag atmet den Geist und einen Grad an Verblendung, den sich selbst George Orwell wohl nicht hätte vorstellen können. Einige Beispiele. Sprache ist immer signifikant. Der Koalitionsvertrag enthält ca. 500 Gendersternchen. Bislang hatte die Hamburger Verwaltung uns Bürger schon mit den weiblichen Pluralformen geärgert, die zwar grammatikalisch falsch sind, aber ideologisch gewollt. Das geht los von den Schülerinnen und Schülern, in der Praxis meist mit SUS abgekürzt, und geht bis hin zu den Energieversorgerinnen und Energieversorgern. Da werden laufend und meist bewusst oder unbewusst Genus und Sexus verwechselt. Jetzt aber erreicht das ideologische Neusprech, wohl nach dem Vorbild von Rot-Rot-Grün in Berlin, eine neue erschreckende Qualität. Die angesprochenen Gendersternchen sind nicht nur nervig und erschweren die Lesbarkeit ungemein. Dabei entstehen auch groteske und sinnentstellte Wortungetüme, wie zum Beispiel, nachfolgend mehrere Beispiele aus dem Koalitionsvertrag, Bürgersternchen innennahe Verwaltung, Fußgängersternchen Innenflächen, Bürgersternchen Innenbeteiligungsfonds. Da ist weiter die Rede von Rauchersternchen Innenkabinen oder der Passivrauchersternchen Innenschutzverordnung. Oder auch Doppelgender-Sternkonstruktionen wie medizinische Sternchen R, Bademeister Sternchen In oder geeignete Sternchen N, Betreiber Sternchen In. Dabei soll der Genderstern insbesondere auch Personen adressieren, die sich keinem der beiden Geschlechter zurechnen können oder möchten. Im November letzten Jahres fragte ich den Senat, wie viele solche Personen denn in Hamburg eigentlich gemeldet seien. Antwort des Senats: Im Melderegister sind 1.893.073 Personen mit alleinigem oder Hauptwohnsitz Hamburg gemeldet, Stand 8. November 2019. Davon sind 6 Personen ohne Geschlechtsangabe verzeichnet. In Worten 6. Das ist ein Prozentsatz von 0,0003% oder plastisch 3 auf 1 Million. 500 Gendersternchen auf 6 Personen ohne Geschlechtsangabe, das nennen Sie dann wahrscheinlich progressiv. Und daraus wird dann ein Beschäftigungsprogramm für Rot-Grüne mit der richtigen ideologischen Einstellung gestrickt. In den Worten des Koalitionsvertrages, Zitat: In Hamburg wollen wir konkrete Handlungsempfehlungen für die Verwaltungssprache entwickeln, die alle Geschlechter adressiert, sowie die Beratung und Koordination bei der weiteren Umsetzung infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils zur dritten Option begleiten. Zitat Ende. Sie sehen, da wird unsere Sprache vergewaltigt, und wer die Sprache vergewaltigt, vergewaltigt das Denken. Dagegen wehren wir uns, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, und dabei, das sage ich Ihnen, wissen wir die Mehrheit der Hamburger hinter uns. Es geht,
Es geht weiter. Natürlich finden wir im Koalitionsvertrag auch die üblichen geschlechterneutralen, aber grammatikalisch weiterhin inkorrekten Bezeichnungen wie Studierende oder Lernende. Ich hatte fast schon ein schlechtes Gewissen beim Lesen und fragte mich, ob ich demnächst meine Brötchen statt beim Bäcker beim Backenden kaufen muss oder mein Bier beim Zapfenden bestellen muss. Und bitte denken Sie auch daran, bei Ihren zahlreichen Aussteigerprogrammen für Rechtsextremisten zukünftig spezifische Angebote auch für ausstiegswillige Rechtsextremist-SternInnen zu machen. Seien diese nun queer, homo oder hetero. So wie Sie das ja auch bei den ausstiegswilligen Linksextremist-SternInnen ja längst tun. Oder, ach nein, ich vergaß, es gibt ja in Hamburg keine Aussteigerprogramme für Linksextremisten, nicht mal für Quere. Zurück zum Ernst des Koalitionsvertrags. Diese Gendersternchen stehen für ein gewaltiges Umerziehungsprogramm, mit dem uns Grün-Rot ihre verquere Ideologie aufzwingen wollen. So heißt es unter anderem im Koalitionsvertrag: Bei der Verteilung der Haushaltsmittel werde künftig nach den Grundsätzen der geschlechtergerechten Haushaltssteuerung vorgegangen. Da sollen, Zitat, genderbezogene Kennzahlen im neuen Haushaltssystem, Zitat Ende, ausgebaut werden. Und unverblümt, es gelte, sich aktiv für Feminismus einzusetzen. Wer sich aktiv für Feminismus einsetzt, strebt auch ein Paritätgesetz an und will die Zusammensetzung der Bürgerschaft künftig nach Quoten steuern. Meine Damen und Herren, das ist der berühmte Beifall von der falschen Seite, gegen den man sich nicht wehren kann. Meine Damen und Herren, oder sollte ich besser sagen, liebe Mitglieder, Sternchen, Innen der Bürgerschaft, liebe mitleidenden Gästinnen und Gäste, Positionen nach Quoten zu vergeben, das ist ein Angriff auf die Grundfesten unserer Demokratie, das ist verfassungsfeindlich. Mein Kollege Walczak wird darauf noch gesondert eingehen. Kommen wir zum Bereich Inneres. Da wird besonders plastisch, dass Ihre Politik von Ideologie geprägt ist und mit der Realität wenig zu tun hat. In 59 Zeilen thematisieren Sie im Koalitionsvertrag die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Soweit, so gut. Die Bekämpfung des Linksextremismus ist Ihnen nach G20 und angesichts von grassierendem Hass auf Polizisten noch ganze 3 Zeilen im Koalitionsvertrag wert. Die Bekämpfung des Islamismus insgesamt immerhin 4 Zeilen. Soweit Ihre ideologische Gewichtung. Und die Fakten? Ende des vergangenen Jahres fragten wir den Senat nach der Anzahl der terroristischen Gefährder in Hamburg. Antwort: 14 religiös motivierte Gefährder, 3 linksextremistisch motivierte Gefährder, 0 rechtsextremistisch motivierte Gefährder. Mittlerweile soll allerdings laut den Medienberichten ein sächsischer Rechtsextremist in einem Hamburger Gefängnis untergebracht sein. Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz weist in seinem aktuellen Bericht 1.645 Islamisten, 790 auslandsbezogene Extremisten, 1.290 Linksextremisten und 330 Rechtsextremisten aus. Bei den politisch motivierten und extremistischen Straftaten sieht es ähnlich aus. Und was erklärt Innensenator Andi Grote, gebetsmühlenartig trotz dieser Fakten? Der Rechtsextremismus sei die größte Gefahr. Na klar, denn auf der anderen Seite, bei Linksextremismus und bei Ausländerextremismus, da geht es ja wohl nur um Partyszenen. Und bei Partyszenen und Eventszenen, da kennt sich unser Innensenator ja offenbar aus. Und unser noch Innensenator lässt seinen Worten Taten folgen. Da wird im Verfassungsschutz eine Cyber-Nazi-Jäger-Einheit gegründet. Da wird ein behördenübergreifendes Kompetenznetzwerk aufgebaut, übrigens unter Leitung der Justizsenatorin, die ja von Juristerei wenig Ahnung hat, dafür aber sehr viel von Seefahrerei und Kampf gegen Rechts. Geradezu unverantwortlich ist es da, sich für die Aufnahme von noch mehr Flüchtlingen als ohnehin schon vom Königsteiner Schlüssel vorgegeben, einzusetzen. Wenn wir ein so rassistisches Land sind und in Hamburg so ein massives Problem mit Rechtsextremismus haben, warum sollten wir dann noch mehr Migranten eigentlich aufnehmen und sie dieser Gefahr aussetzen? Haben Sie sich das eigentlich schon mal gefragt?
Wir von der AfD fänden es angemessener, wenn man das Hamburger Steuergeld zur Bekämpfung des Extremismus so verteilt, dass es sich an den Zahlen und Fakten orientiert, an den Personenpotenzialen und der Anzahl der extremistischen Straftaten der einzelnen Phänomenbereiche. Aber das wäre wohl etwas zu rational, jedenfalls für den Geschmack von Grün-Rot. Grün-Rot atmet den Geist der Desinformation, der Verschleierung, der ideologischen Verblendung. Angesichts dieser Fakten des Koalitionsvertrages vermögen da auch die anfangs angesprochenen positiven Sätze des ersten Bürgermeisters wenig an diesem ideologischen Programm zu ändern. Sie verschleiern es ein Stück weit. Man vermisst Rationales in Ihrem Koalitionsvertrag, aber solange die Grünen vom Schlage eines Herrn Lorenzen mit Ideologie und Frauenquote am Koalitionstisch sitzen, wird sich das leider in Hamburg nicht ändern. Wir bleiben wachsam. Vielen Dank.